Jetzt, wo die schon sehr kräftige Februarsonne auf unsere schneebedeckten Dächer scheint, werden sich in den nächsten Tagen Eiszapfen bilden, die teilweise sehr groß und schwer werden können. Teilweise geht es ja schon los. Das heißt, habt einmal einen Blick auf eure Dachkanten und auch Dachrinnen. Nicht, dass da noch jemand anderen oder euch was passiert, wenn diese Eiszapfen runterfallen. Ansonsten geht es heute um die Februarsonne und auch um den Wind. Das heißt, Hautschutzcreme und Sonnenbrille sind gefragt. Und damit wünsche ich euch einen schönen guten Morgen. Wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Großwetterlage, denn da baut sich ein riesengroßes Hoch auf über Skandinavien, nämlich genau hier. Und das lenkt jetzt ja immer noch diese sehr kalte Luftmasse nach Deutschland. Teilweise in Mitteldeutschland gab es Temperaturen nachts von unter 20 Grad. Das ist schon ordentlich. Und dieses Hoch, das flanscht sich quasi am Sonntag genau über Deutschland und liegt dann da mit seinen dicken Kisten genau über uns. Und damit bilden sich dann eben teils auch sehr ergiebige Nebelflächen, die sich auch nur noch schlecht auflösen lassen. Dieses Hoch wird dann voraussichtlich am Mittwoch wieder nach Norden verlagert und bildet dann eben diese Südströmung bzw. südöstliche Luftströmung. Und wenn wir uns mal die Temperaturen in 1500 Metern dazu angucken und wir das alles mal wegwischen, dann sehen wir, dass die minus 5 Grad Isotherme genau über Deutschland liegt. Das heißt, östlich davon liegen wir näher an der Kaltluft und westlich davon näher an der etwas milderen Luft. Hier dürfte dann also auch über Tag mal der ein oder andere zarte Plusgrad erreicht werden und somit würde hier dann zumindest tagsüber leichtes Tauwetter einsetzen. Ist das allerdings schon ein Ende des Winters? Nein, das kann man einfach noch nicht sagen. Es ist zwar theoretisch möglich, dass die milde Luft durchgreift, aber wir haben hier auch noch ganz viel Kaltluft liegen. Das heißt, wenn dieses Hoch abhaut und die Kaltluft runtersaust, dann würde es eben wieder kalt werden. Und es ist ja auch nun mal so, kalte Luft wiegt eben auch viel. Die ist sehr träge und sehr schwer und lässt sich nur sehr schlecht vertreiben. Von daher ist die Chance, dass die Kaltluft nicht ganz verschwindet oder wiederkommt, gar nicht mal so gering. Warten wir das Ganze ab. Zu den Niederschlägen. Die sind jetzt auf jeden Fall vorbei. Auch die Lake-Effekt-Schneefälle verziehen sich weiter nach Osten und in den nächsten Tagen wird es dann überwiegend auch überall niederschlagsfrei bleiben. So auch heute. Wir haben dann von der Lüneburger Heide bis runter in den Harz teils noch sehr kompakte Wolken. Ansonsten wechseln sich Wolken unterschiedlichster Intensität ab und vor allem vom Harz runter über den Teutoburger Wald Richtung Rheinland. Da gibt es dann auch mal phasenweise etwas Nebel und der löst sich dann teilweise über Tag auch nur sehr schlecht auf. Dort, wo er sich auflöst, da gibt es dann ebenfalls einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Wolkenfelder sind da unterschiedlich dicht. Es gibt eine Stadt, die hat ganz viel Sonne, in der nächsten Stadt ist es ganz wenig. Der Wind ist sehr schwach, deswegen löst sich auch der Nebel sehr schlecht auf, aus unterschiedlichen Richtungen. Und die Temperaturen dazu liegen bei minus 1 Grad auf den Inseln, minus 5 Grad im Großraum Hannover und minus 7 Grad beispielsweise in Wesel am Niederrhein. Aber eben dort, wo sich der Nebel halten kann, würde es aus der Nacht heraus eben nicht so mild werden. Hier würde es kälter bleiben. In der Nacht bildet sich ebenfalls wieder Nebel, wieder vom Harz rüber Richtung Ruhrgebiet. Auch hier würde es dann eben wieder recht kalt sein. An der Nordsee gibt es aufgrund von schwachen Lake-Effekten einzelne Schneeschauer, ansonsten bleibt es trocken und ganz oft klart es auch auf. Hier wird es dann richtig kalt. Minus 10 Grad beispielsweise sind dann auch im Emsland möglich, minus 13 auf dem Kahlen Asten, minus 7 Grad in Köln. Am Freitag. Da löst sich dann der Nebel relativ rasch wieder auf. Wir bekommen viel Sonnenschein und ein paar harmlose Quellwolken. Und dabei weht uns dann auch vor allem in der Westhälfte ein ziemlich ruppiger Wind um die Nase. Und der wird das eben noch viel kälter anfühlen lassen, als es ist. Minus 3 Grad, minus 4 Grad sind es eigentlich, minus 7 rund um den Harz und minus 4 Grad beispielsweise im Raum Köln. Aber die gefühlten Temperaturen, die sind noch mal deutlich kälter auf der See und auf den Inseln. Minus 11 Grad gefühlt eben durch den Wind. Richtung Eifel sind es auch minus 11 Grad. Im Großraum Hannover minus 9. Also das ist schon wirklich, wirklich gesäßkalt. Also dick einpacken, Handschuhe anziehen und vor allem Haut eincremen. Denn gerade bei diesem trockenen Ostwind trocknet dann auch die Haut ziemlich schnell auf. Und für alle Lichtempfindlichen mit viel Sonnenschein in dem Schnee, es ist wahnsinnig hell da draußen. Also auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Am Samstag, da scheint dann ebenfalls die Sonne. Nebel gibt es dann vor allem noch so rund um den Harz. Und der kann sich auch ziemlich lange halten, denn hier ist der Wind eingeschlafen und total schwach. Etwas windiger ist es dann im Westen. Die Nebelfelder, die sich da eben entstehen, die können sich dann auch relativ rasch auflösen. Und es
es wird einigermaßen freundlich sein. Minus 1 Grad sind es dann eben auf den Inseln und an der See. Es wird auch im Raum Köln etwas milder, klirrekalt bleibt es eben unter dem Nebel im Harz. Und auch der Sonntag wird ganz nett, vor allem nochmal in der Osthälfte. Denn von Westen kommt im Tagesverlauf dann wieder teils dichteres Gewölk auf und auch der Wind. Der ist dann ein bisschen ruppiger unterwegs, allgemein aus südöstlichen Richtungen. Die Temperaturen gehen dann auch eben mit Kommen der Wolken, vor allem vom Rheinland über den Niederrhein und auch im Emsland vermutlich auf zarte Plusgrade hoch. Ansonsten bleibt es eben im Dauerfrost. Und wenn wir uns mal den Trend angucken, von Westen nach Osten verlagert, was macht denn nächste Woche die milde Luft? Und wir gucken jetzt mal nach Köln, nämlich in die Westhälfte. Dann sehen wir, dass wir den ersten Peak der milden Luft am Sonntag haben. Und dann gibt es jeden Tag ganz, ganz dezente Plus-Temperaturen, die dann einfach im Laufe der Woche und der übernächsten Woche weiter hochgehen. Es gibt nur sehr wenige Member, die da wirklich über Tag im Dauerfrost bleiben. Das heißt, wir würden tagsüber leichte Plusgrade bekommen, nachts leichte Minustemperaturen, dazu recht wenig Niederschlag, außer hier, da könnte es mal ein bisschen Nieselregen oder Schneeregen geben. Gucken wir nach Hannover, hier sieht das Ganze völlig anders aus. Wir bleiben erstens viel länger im Dauerfrost, nämlich bis zum 21. Und dann geht es auch nur sehr gemächlich über die 0 Grad hinaus. Wir liegen dann vielleicht bei 2 bis 4 Grad plus. Einige Modellläufe wollen es ziemlich warm haben, das halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich, eben weil die Kaltluft von Osten sehr stabil dagegenhalten kann. Und wir haben hier eben auch noch die sehr kalten Läufe, die ebenfalls wieder durchboxen wollen. Das heißt, hier ist das auch noch nicht so ganz sicher, wo die Grenze verlaufen wird zwischen der milderen Luft und der etwas kälteren Luft. Aber auch hier dürfte es, wenn sich dieser Trend verfestigt, zumindest tagsüber dann zu leichtem Tauwetter kommen. Und wenn wir mal weiter nach Osten gucken und ihr seht schon, das ganze Werk rutscht runter nach Braunlage, dann bleiben wir auch hier erst einmal im Dauerfrost und auch hier geht es nur ganz minimal eben mit den Temperaturen nach oben. Das heißt, das große Tauwetter wird das nicht sein, aber zumindest mal tagsüber kann es etwas antauen, vor allem dann, wenn die Sonne auf die Schneeflächen scheint. Das heißt, in den nächsten Wochen werden die langsam aber sicher abgebaut werden.